Hi. Ja, ich bin gerade als Katzensitter unterwegs. Kumpel, ich bin in den Urlaub gefahren und habe mich gebeten, hier der Weile mal auf die Katzen aufzupassen. Und da schlafe ich jetzt auch hier und allerdings haben die Katzen mich auch schon ganz schön geärgert. Beziehungsweise die Kleine, die jetzt gerade hier noch zuletzt lag. Es gab noch ein Problem mit der Heizung. Als der Kumpel mir die Heizung erklärt hat, haben wir sie auch ausgeschalten. Und er kriegt das ja dann nie wieder Zeit zum Laufen. Und haben wir auch nie wieder drüber geredet. Jedenfalls komme ich ja an, da ging gar nichts an der Heizung dann. Und ja, ich habe es herausgefunden, da musst du ganz tief in den Menü einsteigen, die Batterie von der Schaltuhr ist runter. Kann nach ein paar Jahren schon mal passieren. Jedenfalls war die komplett zurückgesetzt und da musste im Menü zwei Einstellungen ändern, dass sie wieder mit der Heizung richtig kommunizieren kann. Irgendwelche Adressen dort einstellen. Ich bin nur zwischen Keller und Rechner gewechselt, weil ich da verschiedene Sachen geschalten und probiert hatte und dann immer wieder nachgelesen hatte, was man noch einstellen kann. Und das eine Mal huschte die kleine Katze mit runter. Am Wochenende waren die noch ziemlich scheu. Und da wollte ich die Katze dann, die in den Keller gehuscht ist, wieder hochholen. War natürlich nicht. Die huschte mir das immer wieder weg um der Ecke und versteckte sich, wo du gar nicht rankommst. Jedenfalls. Und da hab ich dann wieder einen scheiß Bock, die kommt schon wieder hoch, wenn sie Hunger hat. Habe ich dann hier oben auch noch ein bisschen mit was zu essen geklappert und Geräusche gemacht und hat sie nicht interessiert, aber ich habe sie dann erstmal in Ruhe gelassen und mich weiter um die Heizung gekümmert. Einstellerei war dann irgendwann okay. Und dann saß ich hier oben und dachte, Scheiße, was macht denn die Katze? Und dann habe ich letzten Endes dann doch mal die Taschenlampe aus dem Auto geholt und habe die dunklen Ecken nochmal mit abgesucht. Vor allem, weil ich dachte, wenn die jetzt immer irgendwo im Schrank gerutscht ist und dort festgesteckt, wobei ich denke mal, da hat sie ziemlich miaut oder so. Jedenfalls habe ich die dann mit der Taschenlampe da unten suchen wollen und hinter die Schränke geguckt und alles, wo ich da rankam, wo da ein Loch wäre, wo die jetzt sich hätte verstecken können, habe sie nicht gefunden. Und während meiner Suche stellte ich fest, dass es da unten noch eine Katzenklappe gibt. Und dachte, oh je, wird die wohl durch die Katzenklappe nach draußen gegangen sein. Und ich bin dann nochmal eine Runde ums Haus gelaufen und habe hier im Garten gesucht und geguckt und nie gefunden. Jedenfalls bin ich dann wieder rein und nochmal in den Keller runter. Und da sitzt sie da und grinst mich an. Oh, ich hätte es auch mögen können. Ja, jetzt sind sie aber ganz lieb eigentlich. Und jetzt kennen sie mich auch. Also von daher alles gut. Ja, ich habe zwar ab und zu mal die Kamera bereit, aber so richtig lustiges Katzenvideo könnte ich noch nicht sehen. Jetzt könnte ich vielleicht gerade mal drehen. Die hat ein Osterei gefunden. Ich spiele jetzt damit.
Dich durch Fernsehen. Thank you.